Margot. Es kommt jemand. Darf ich Ihnen helfen, gnädiges Fräulein? Ach, du siehst Gespenster. Eine verrückte Idee von deinem Papa. Dich mit Mama nach Piemont zu schicken, damit du dich mit einem anderen verlobst. Aber Papa braucht nun mal einen kapitalkräftigen Schwiegersohn. Ausgerechnet den Kohlenbaron. Herrn Felix Papenstiel. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde vor deinen Papa hintreten, auf den Tisch hauen und sagen, es kommt jemand. Darf ich Ihnen helfen, gnädiges Fräulein? Sind die Reisetaschen für die nähe Frau? Abreise mit dem Nachtzug. Nicht mal zum Essen kömmt man. Mit Papa zu reden hat überhaupt keinen Zweck. Wieso denn? Als Privatsekretär wirst du nie sein Schwiegersohn. Aber ich werde Herrn Felix Papenstiel so behandeln, dass er die Lust verliert, mich zu heiraten. Lass mich dir stumm, aber innig danken. Es kommt. Was ist denn los? Was seid ihr denn da? Sagen Sie mal, was machen Sie denn da mit meiner Tochter? Ich helfe dem gnädigen Fräulein. Dann fix, wo ist die Mama? He? Heute Morgen wollt ihr fahren, habt ihr einen Zug verpasst. Der Zug heute Abend fährt auch wieder ohne euch. He? Hoffentlich. Was heißt hier hoffentlich? Ich will diesen Felix Papenstiel nicht. Aber ich? Aber... Die Hochzeit mit dem Papenstiel ist für mich kein Papenstiel. Wenn der Alte sein Kapital aus meinem Geschäft herauszieht, dann bin ich pleite. Apropos pleite, wo ist denn meine Frau? Da hast du's. Und ich war doch nicht. Oh. Es kommt jemand. Tante, was macht denn der Hund auf der Erde? Hä? Wie oft sollen Sie meine Tochter denn aus- und anziehen? Mann, Sie machen mich nervös, Sie regen mich auf. Aber aufregen darf ich mich nicht. Apropos aufregen, ist das Telegramm schon gekommen aus Persien wegen der Spielzeugeisenbahn? Leider noch nicht. Wir müssen den Auftrag kriegen. Das ist für uns ein Millionenobjekt. Wir haben das Geld so bitter nötig. Apropos bitter, wo ist denn meine Frau? Irene, wo steckst du? So, ich bin ja schon da. Ja, du bist da. Puh, ist weg. Aber Moritz. Bitte kein Aber. Warum soll denn das Kind überhaupt einen Mann heiraten? Heiraten, den sie nicht will. Ich hab dich auch nicht gewollt und du bist doch glücklich geworden, nicht wahr? Hast du wenigstens gepackt? Schon längst. Otto, wir sind die Koffer, Otto. Um Gottes Willen. Meine Uhr. Die liegt im Badezimmer. Ich hol sie dir. Tante, die wird dir noch mal genauso gestohlen wie dieses Perlenkollier. Die Versicherung hat dir doch mitgeteilt, dass du das Geld dafür bekommst, also beruhige dich. Ich wollte, ich hätte es schon. Gnädige Frau! Gnädige Frau! Sie haben ihren Pyjama vergessen. Sie haben ihren Pyjama vergessen. Auch das noch! Auch das noch! Halt! Was ist denn? Wo hab ich denn meine Schlüssel? Ach, der Schlüssel. Die Frau, die kann einen wahnsinnig machen. Such die Schlüssel, bitte. Na los, los, los. Ah, bitte. In 10 Minuten geht der Zug. Halt! Was ist denn? Gott sei Dank, da sind Sie ja. Na wunderbar, da packt doch. Ja, und der Pyjama? Und der Pyjama? Kehrt euch zum Kuckuck mit eurem Pyjama. Kommen Sie, helfen Sie mir. Na los, natürlich. Halt. Moment mal, meine Uhr ist da drin. Oh also eine Wurstelei ist das heute in dem Haus. Und ich wollte zu Jan heute Abend zu der Maria Stuttgart in der Oper gehen. Ja, lassen Sie sich enthaupten. Ach, ist denn das Telegramm aus London schon da? Ach Quatsch, das ist von Lilly. Wer ist das denn? Das ist ein... Ach so, dann weiß ich Bescheid. Sie wissen gar nichts. Gar nichts wissen Sie, junger Mann. Na, ich werde Sie ja kennenlernen, wenn Sie Ihre Frau begrüßen. Um Gottes Willen, sind Sie wahnsinnig? Die Mama packt ein, was sie vergessen hat und vergisst, was sie einpacken soll. Otto! Gottes Willen, da haben wir den Salat. Herrgott, nochmal diese Packerei. Da haben wir's wieder. 2 Frauen, 5 Tage, 10 Hutschachteln. So, jetzt bin ich fertig. Ja, und in 10 Minuten geht der Zug. Vor 10 Minuten hast du gesagt, in 5 Minuten. Gnädige Frau! Gnädige Frau! Der Küchenzettel für den Zucker des Herrn Kraus. Richtig, Sibylle. Rasch die Diät. Das kostet. Hat mir gerade noch gefehlt. Und mir fehlt es gerade, dass du wieder im Bett liegst. Ach. Sie haben vollkommen recht, gnädige Frau. Geben Sie uns nur Ihre Anweisungen. Wir wollen Herrn Krause auch nicht im Bett haben. Wir wollen Herrn Krause auch nicht im Bett haben. Los, schert euch raus! Schrei mich bitte nicht so an. Ich habe ja gar nicht geschreit. Ich habe nur ganz zart geflötet. Soll ich auf die Knie fallen und Koran blasen? Also dann. Bitte. Adieu. Adieu. Was ist denn hier los? Adieu.
dem Tempo geht das von früh bis spät. Geben Sie mal Ihren Puls hier. Mensch, Sie haben ja 10 Atmosphären Überdruck. Eigentlich müssten Sie schon geplatzt sein. Um Gottes Willen, Herr Sanitätsrat, was fehlt mir denn? Was Ihnen fehlt? Eine Braut. Und zwar seit 3 Minuten. Ich verordne Ihnen jetzt täglich, Herrn Krause, 3 Esslöffel voll beizubringen, dass Sie seine Tochter heiraten wollen. Und beim ersten Löffel setzt er mich an die frische Luft? Frische Luft brauchen Sie ja gerade. Aber Sie nehmen seine Tochter mit. Oh nein, ich brenne nicht durch. Aber ich reibe ihm diese Lilly unter die Nase. Lilly? Wer ist das denn? Das weiß ich auch nicht, aber der Name macht ihn nervös. Adieu, 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 adieu. Gott sei Dank, Sie sind weg. Was bin ich froh. Da. Lilly. Lilly? Was wollen Sie damit sagen? Ich habe Ihnen doch jede Aufregung verboten. Lieber Mann, wenn ich Sie schon aufsehe, lieber Herr Doktor, dann rege ich mich auf. Sie mit Ihrer Diagnose von wegen Zucker. Wenn ich mal tot bin, wird sich herausstellen, dass ich keinen Zucker im Leib hatte, sondern Karlsbader Salz, nicht? Na ja, ich kann es ja gleich noch mal untersuchen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn Sie mich untersuchen, kriege ich eine Rechnung. Die Rechnung ist so hoch, darüber ärgere ich mich. Aber ärgern darf ich mich nicht, darum lasse ich mich lieber nicht mehr untersuchen. Doch. Was anderes? Man kennt sich ja seit Jahren. Was soll das? Da bin ich. Ja, was hast du denn hier zu suchen, Lilly? Das willst du noch früh genug erfahren. Aber Moment mal, wir haben doch vor einem halben Jahr alles geklärt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Denkst du? Ja. Gestatten Sie, dass ich mich selber vorstelle. Lilly Leiser. Hellwig, Privatsekretär. Sanitätsrat Ruppel. Was hat die vor? Ah, der dicke Giftmischer, von dem du ja erzählt hast. Na. Aber du hast doch selbst gesagt, er verbietet dir den Alkohol, damit er deinen Rotwein allein trinken kann. Das ist aber doch zu viel. Im Gegenteil. Wir werden noch viel mehr trinken, und zwar alle zusammen. Du hast ja wohl nicht die Absicht, hier zu bleiben. Darf ich fragen, wohin das Gepäck von der lieben Fräulein soll? Zum Müllabfuhr. Ach was, ich bleibe. Was denn? Oder hast du vergessen, was du vor einem halben Jahr getan hast? Ich hab was getan. Ich getan, das... Du weißt genau, dass ich mich nicht aufregen darf. Dann reg dich doch. Aber ich will mich aufregen. Wer hat denn da wieder rumgespielt? An den Knöpfen, das ist ja wohl nicht zu fassen. Immer die Rumspielerei an den Knöpfen, ich hab's verboten. Wenn man fragt, ist es nie einer gewesen. Was der Heilige kann. Mordhunger, was gibt's denn hier zu essen? Ach, in diesem Hause können Sie alles haben, vom Kaviar bis zum Camembert. Dann servieren Sie alles, vom Kaviar bis zum Camembert. Und stellen Sie den Shampoos kalt. Jawohl, jedes Fräulein. Und bis der Sekt kalt ist, holen wir uns den besten Rotwein. Auf, Sanitätsrädchen. Sie wissen ja wohl den Weg in den Wein. Ja, ja. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Das mit dem Hummer und dem Kaviar und diesen ganzen kitzlichen Sachen. Also die kitzligen Sachen gehen Sie gar nichts an. Und die Enthaltsamkeit des Herrn Krause? Ja. Es ist doch Besuch gekommen. Wer ist denn dieser Besuch? Eine junge Dame. Das ist kein Lokomotivführer, das haben wir auch gesehen. Sie ist meine Cousine. Cousine? So eine Cousine kennt man. Sie wollen uns wohl vergackeiern, was? Sie wollen uns wohl vereiern, Gag. Also das reißt heute nicht ab in dem Haus. Herr Krause, wo ist denn Herr Krause? Ach, Herr Doktor, wo ist denn... Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Sagen Sie, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, mein Gott, so sprechen Sie schon. Das ist ein Herr, sage ich Ihnen. Ja, Herr Gott, nur sagen Sie es doch. Wenn ihr den Bart nicht hätte... Ja, was wäre dann? Dann wäre Herr Krause. Nochmal! Ach, Mensch, Sie sind verrückt geworden. Hey, er sagt, er ist der Bruder von unserem Herrn Krause. Herr Krause hat ja gar keinen Bruder. Ja, der Mensch lässt sich nicht abweisen, der droht so, ja. Ach, dann lassen Sie ihn mal reinkommen. Ich werde den Schwindel schon entlarven. Entschuldigen Sie, wenn ich hier so ohne weiteres reinkomme. Guten Abend. Diese Ähnlichkeit. Los, Jut, hat es auch gesehen, Herr. Dann hoffen Sie. Ähnlichkeit. Ja. Unglaublich ist dann das. Dann glauben Sie wohl, dass ich der Bruder bin, nicht? Mein Name ist Max Krause. Das hat diese verblüffende Ähnlichkeit. Ja, das soll unter Zwillingen so üblich sein, nicht? Zwillinge? Ja. Ach so, Max und Moritz. Och, da hängt er ja. So sieht er also jetzt aus, ja? Dabei die Sprache und die Bewegung. Ja. Also wenn Sie diesen Backenbart nicht hätten und eine andere Frisur, dann wären Sie... Wären wir nicht voneinander zu unterscheiden. Ja. Er trägt eine Brille sogar. Ja, ja. Dass er Sie aber auch nie mit einer Silbe erwähnt hat. Auch das hat schon seine Richtigkeit.
Der Lump ist aus meinem Leben gestrichen. Waren seine letzten Worte vor 25 Jahren, als ich ihm mit seiner Braut durchgebrannt bin. Hätte ich ihm das Weib doch damals gelassen, mein Gott. Kein Glück mit der Frau gehabt. Während er hier in Europa der große Erfinder wurde, der Spielzeugmagnat, ging mir drüben in Amerika alles schief, was ich anpackte. Und nun ist es soweit, ich muss zurückkommen. Ich bin jetzt hier, ich muss mir helfen. Oder ich schieße mir einen coolen Kopf oder ich komme ins Gefängnis. Irgendwas geschieht. Ins Gefängnis? Ja, ja, ins Gefängnis. Er muss mir helfen. Wo ist er denn? Ihr Bruder ist krank. Ich darf ihn dieser Aufregung nicht aussetzen. Wie viel brauchen Sie denn? Oh, nur 10.000. Ja. Um Gottes Willen, da darf ich Sie keinesfalls vorlassen. Mir steht das Wasser an der Kehle. Ich muss das Geld haben. Die Rezession? Da muss ich ihn erst schon vorbereiten. Kommen Sie morgen wieder. Nein, mein Lieber. Oh, dann komme ich hier nicht mehr rein. Ich bleib jetzt hier, du. Was mache ich nur? Lass dich was einfallen. Also gut, gehen Sie hier hinein. Gut, in Ordnung. Halt, nein, nicht da. Wo denn? Gehen Sie hier in die Bibliothek. Da kommt niemand rein. Niemand, bestimmt. Ja. Auch das, auch das. Mein Gott, wie soll das noch enden? Hallo, hier bei Moritz Krause. Wie? Zentralbüro? Funkspruch aus London. Ach, der persische Auftrag. Ja, natürlich. Einen Moment. Wo haben Sie bloß die unanständigen Witze her? Die erzählt mir immer meine Oma. Ruhig, ich kann nicht verstehen. Ach, was, Ruhe. Schluss, Schluss. Aber es ist von äußerster Wichtigkeit. Hallo. Sind Sie noch da? Jawohl, und wir bleiben auch noch da. Was sagen Sie? Ich sage, Sekt am Abend ist erquickend und labend. Ja, aber zum Donnerwetter, es handelt sich um eine wichtige Transaktion. Ja, zum Donnerwetter ist es denn nicht möglich, die blöde Depesche rüber zu schicken. Rüber zu schicken? Doch. Und jetzt los zum Essen. Ja, zum Essen. Hui. Hoffentlich haben die blöden Weiber den Tisch gedeckt. Ja. Das Essen ist serviert. Oh, die blöden Weiber haben gelauscht. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ein entzückendes Paar. Das haben wir ja gehört. Sekretärchen, Sie kommen auch mit. Nein, nein, ich habe keine Zeit, liebe Cousine. Cousine? Jawohl, mein Schatz. Auf, Sanitätsgutchen. Händchen klein, Schläflein. Also, das geht heute zu in dem Haus. Eine feine Cousine ist das. Ein wandelnder Sündenpfuhl ist die. Und Sie und dieser vollgefressene Sanitätsrat machen auch noch mit, statt Herrn Krause von diesem Weib zu entbinden. Händchen klein, schläft allein. Mein Gott, was die Lilly nur hier wollte. Ich habe mit ihr vor einem halben Jahr alles geklärt. Ein Glück, dass meine Frau nicht da war. Hallo. Entschuldigen Sie bitte, der Funkspruch aus London wird gerade herübergeschickt. Na, das ist ja fantastisch. Da kriegen wir ja den Auftrag. Ist das großartig? Dann könnte ich ja vielleicht den Pappenstiel sein ganzes Kapital zurückbezahlen. Das wäre herrlich. Und ob das herrlich wäre, dann braucht ja die Margot diesen Felix gar nicht zu nehmen. Nö, können Sie von mir aus heiraten, wen Sie will. Von mir aus sogar Sie. Herr Krause, den Auftrag müssen wir kriegen. Den müssen wir unbedingt kriegen. Also, Freund, so steht das zwischen euch zwei, ja? Na ja, jetzt kann ich Sie eingestehen. Na ja, da sind Sie ja Ihres Glückes Schmied, aber ich freue mich wirklich darüber. Ach, das ist sehr gut. Ich habe Ihnen nämlich noch etwas mitzuteilen. Was denn? Aber regen Sie sich bitte nicht auf. Warum? Es ist nämlich jemand gekommen. Wer denn? Ihr Bruder aus Amerika. Ich habe keinen Bruder. Aber Herr Krause, er ist in großer Not. Ich kenne keinen Bruder. Ja, aber jetzt, wo Sie in so guter Stimmung sind... Schluss! Ich will nichts mehr davon hören, damit feiern. Funkspruch! Der kommt sicher aus London, was? Natürlich, wo fliegen wir? Chiffriert, kommen Sie, lesen Sie. Übersetzen Sie mal her, schreiben Sie auf, ja? Persisches Öl ranzig geworden, Mittelmeer ausgelaufen. Love. Oberhaus, Unterhaus streiten sich um Keuchhusten. Keuchhusten. Übersetzen Sie bitte. Konkurrenz kolossal. Hab ich mir gedacht. Einzige Möglichkeit, ja, die Sache zu kriegen, wäre? Sofortige persönliche Abreise nach das London. Ist gut, ja. Abreise unbedingt geheim halten. Fantastisch, der Auftrag gehört uns. Ich war sofort los. Und morgen weiß es die ganze Konkurrenz. Ja, da haben Sie auch wieder recht, das stimmt. Wenn ich nicht am Telefon bin, dann wissen Sie direkt, was los ist. Genau wie damals. Wissen Sie noch, bei der elektrischen Eisenbahn für Kanada? Dieser Schuft von Wolf und Sohn, dieser alte Wolf, dieser Gauner. 3 Tage vor mir war er am Verhandlungsort. Und was hat er hier erzählen lassen? Er liegt zu Bett, hat die Windpocken. Ja, machen Sie es doch auch so. Nee, mein Junge, da muss ihm was Besseres einfallen. Ja, aber was? Aber was, was könnten wir da machen? Was ist denn? Ich hab's. Ja? Ihr Bruder.
Was hat denn der damit zu tun? Seine Ähnlichkeit, seine Sprache, seine Bewegungen. Wenn er sich diesen Backenbart abrasieren lässt und eine andere Frisur hat, eine Brille aufsetzt. Ja, das wäre möglich. Ja, er geht ans Telefon, er fährt im Auto. Ihre Frau und ihre Tochter sind auch nicht da. Das wäre eine Möglichkeit. Ihr Bruder braucht dringend das Geld. Er braucht Geld, aber ich brauche den Auftrag. Ich brauche den Auftrag. In 2 bis 3 Tagen sind Sie zurück und haben ihn. Ich mache es. Los, setz den Vertrag auf. Mein Bruder bekommt 10.000 Mark. 5 sofort und 5, wenn ich zurück bin. Jawohl. Papiere, Pass, alles einpacken, ja? Alles da. Und vor allen Dingen sorgen Sie, dass da keiner was erfährt. Ja. Und was auch passiert, mein Bruder muss konsequent Moritz Krause bleiben. Jawohl. Wer auch kommt, meine Frau, meine Tochter, Polizei, Kaiser von China, ist wurscht, bis ich zurück bin. Jawohl. Und ich mache Sie verantwortlich, dass die ganze Geschichte geheim bleibt. Jawohl. Verstanden? Niemand darf was erfahren, nur Otto. Den müssen Sie einwarnen, der muss Ihnen ja helfen. Ja. Das in Ordnung? Bitte hier noch die Unterschrift unter den Scheck für Ihren Bruder. In Ordnung? Klar. So, jetzt hau ich ab. Die Akte, die Rolle. Bitte schön, es ist so wichtig. Und jetzt bin ich weg. Durch die Hintertüre, Taxi, Fluchtplatz. Morgen bin ich in London, der Vertrag gehört uns. Auf Wiedersehen, Herr Kraus. Wiederschauen. Gute Reise. Danke. Gott sei Dank, das ging vorbei. Die Lilly. Herr Krause! Schnell zur Lady. Ach, du Donnerwetter, die darf ja auch nichts wissen. Na dann rasch zu Herrn Max Krause. Hurra, der Herr Felix ist da. Das ist eine Überraschung, was? Felix Papenstiel, der Sohn vom alten Papenstiel. Kohlen-Jurushandlung mit kleinen Eierbriketts. Zukünftiger Thronfolger dieses Hauses, die Rundsteinlehe der nächsten Generation der Dynastie Krause. Margots Bräutigam. Papa telegrafierte mir, ich soll meine Zukunft in der Sommerfrische treffen. Da dachte ich, fährst nach Köln, guckst es drum dran an und fährst dann zusammen mit dir los. Und wenn Sie mal einen Moment stillhalten wollten, dann könnte ich mich vielleicht auch vorstellen, ne? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin der andere Bräutigam von Ihrer Braut. Ah, ja. Erlauben Sie mal, ich heiße Felix Papenstiel. Kohlen-Jos-Handlung mit kleinen Eierbriketts. Ich bin perfekt in Stenografie, Schreibmaschine und Boxen. Und wenn Sie Löwen frühstücken und Krokodile zerreißen? Och, och, och. Unsere Braut ist nicht da. Und Vater Krause? Ist auch nicht da. Und Mutter Krause? Ist auch nicht da. Sie kleiner Schäker, Sie, aber so kriegen Sie mich nicht los. Wo sind Sie? Also schön. Können Sie schweigen? Wie das hier ab? Dann schweigen Sie und fragen nicht mehr. Hören Sie mal, Sie Bürostift, Sie. Ich rate Ihnen bloß, ziehen Sie Ihre Hand von meiner zukünftigen oder mein Vater zieht sein Geld aus Ihrer Firma und dann sei er pleite. Oh nein, Herr Felix Papenstiel. Wir verzichten auf eine solche Liebesheirat. Na, das wollen wir sehen. Ich will jetzt wissen, wo ist Papa Krause und Mama Krause, die kleine Krause? Verreist sind Sie. Ganz ohne Krausen? Das ist ja wie bei Friedrich Schiller. Da wendet sich der Gast mit Grausen. Wir möchten mal Herrn Krause sprechen. Aha. Das machen wir nicht länger mit. Das machen wir nicht länger mit. Dieses Fräulein, da setzt sich einfach mir nichts, hier nichts in die Badewanne. Auf in die Badewanne. Ja, da, 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 da. Sie nimmt ein Bad nach dem anderen und planscht dabei, dass das Wasser unten zur Tür rausläuft. Das soll sich Herr Krause doch mal ansehen. Das soll sich der Herr Krause doch mal ansehen. Herr Krause ist abgereist. Gelogen, eben waren noch hier. Da haben wir's. Alle Schwindel, was Sie gesagt haben. Soll Herr Krause doch sehen, wie er alleine mit dieser Person fertig wird. Soll der Herr Krause doch sehen, wie er alleine mit dieser Person fertig wird. Wir lassen uns nicht länger beschimpfen. Mich hat man eine alte, verrostete Gießkanne genannt. Und mich einen Qualmann. Jawohl. Jetzt ist also raus. Herr Krause und seine Tochter sind da. Na, ich höre sie so ja da drin. Da drin? Ach ja, natürlich. Sie haben ganz recht. Den hält sich auf die Lilly. Also nun will ich ihn mal... Also so fidel wie heute war es ja lange nicht. Da ist er ja, der langgesuchte Hosenknopf. Hurra, hurra, der Felix ist da. Hurra. Hurra. Der Felix, der ist da. Ah, hurra, hurra.
hier, Papachen, ich bin da. Ja, er ist da. An meine Brust, geliebter Schwiegersohn. Oh, der gefällt mir. Und wo ist meine liebe Braut? Na, noch, da ist ja noch einer. Oh, da ist er ja, meine liebe Braut. Was? Braut. Da freu dich doch, dein Bräutigam ist da. Jawohl, er ist da! Schatz, ich bin ja so wild auf dich. Sie gefallen mir großartig. Sie haben sowas. Haben Sie denn auch etwas? Eine Kohlenjoghurthandlung mit kleinen Eierbrücken. Papachen, die Hand deiner Tochter oder kein? So ist sie, meine Tochter. Ich schenk sie dir zu Weihnachten. Hurra, jetzt bin ich Bräutigam. Und wenn sie Krokodile zerreißen und Löwen frühstücken, jetzt kriegst du von mir den Verlobungskuss. Schatzi, ich bin ja so wild auf dich. Oh, Junge, Junge, der geht dran. Los, Kinder, das muss weitergehen. Ja, das muss weitergehen. Ach, Gott sei Dank, der wäre unschädlich gemacht. Hallo. Sagen Sie mal, haben Sie mich vergessen? Ach, lieber mein Retter, ja. Moment, bitte. Ja, bitte. Sagen Sie mal. Sagen Sie mal, haben Sie das alles mit angehört? Ja, und ob ich das gehört habe. Mein Bruder geht's ja doll zu. Und die Lilly. Mach ja. Dann. Dann haben Sie also auch die Sache mit der Vertretung gehört. Hab ich auch gehört. Und? Nehmen Sie an. Was soll ich machen? Was bleibt mir anders übrig? Ja, Moment mal, mein Junge, bleib mal hier. Wenn die Sache schief geht, was passiert denn mit mir? Ha? Mit Ihnen? Ha? Gar nichts. Wieso? Denn was Sie tun, das tun Sie ja im Auftrag und in Vertretung Ihres Bruders. Und wenn einer hinter den Schwindel kommt? Aber wieso denn? Da kein Mensch von Ihrer Existenz eine Ahnung hat, wird doch niemand auf den Gedanken kommen, dass Sie gar nicht der Moritz sind. Ja, aber... Man wird höchstens sagen können, der Moritz ist heute wieder so merkwürdig. Sie haben recht, was kann mir passieren? Ich mache... Bravo, dann schnell die Backenbärte ab. Nehmen Sie dort bitte mal Platz. Jawohl. Eine andere Frisur, einen anderen Anzug. Otto. Und eine Brille. Otto. Ja, was machen Sie denn hier? Ich sitze hier. Otto, Sie müssen mir schwören. Alles, was Sie wollen. Dass Sie von dem, was hier geschieht, nie ein Sterbenswörtchen verraten. Ich schwöre. Wir machen jetzt nämlich aus Herrn Max Krause, Herrn Moritz Krause. Großartig, da will ich recht da nur Kopf haben. Wo ist denn das Rasiermesser? Ja, da wird Kopf nicht gleich abschleifen, den brauche ich nicht. Ja, sehr richtig, ziehen Sie schon den Rock aus. So, mal bitte. Ich bereite inzwischen die Papiere vor. Doch, das kann gar nicht losgehen. Jawohl, rasch, fix, ehe jemand kommt. Ich würde sagen, nicht rasch, fix, fix. Wenn der hier fix macht, dann schneidet der Bursche mich ja. Es könnte doch jemand kommen und Sie sprechen wollen. Aber hören Sie mal, es weiß doch gar kein Mensch, dass ich da bin. Ne? Aber Herr Max, Sie sind doch jetzt der Moritz. Ach ja, richtig, das habe ich ganz vergessen. Au! Fassen Sie auf, Sie Kamel! Halt, Ochse müssen Sie sagen, das sagt der Herr Moritz Kraus auch. Ja, da schulden Sie, Herr Ochse ist gut. So! Sehen, oh, du lieber Gott. Der Bach ist ab. Nein. Alles in Ordnung, Papiere. Ja, und jetzt die Frisur. Wie ist es denn mit dem Scheck und mit dem Vertrag? Ist schon alles fertig, machen Sie sich keine Sorgen. Gut, Moment mal. Lieber Gott, der schöne Bart ist weg, das darf nicht wahr sein. So, bitte schön, hier zweimal Ihre Unterschrift. Jawohl. Otto, rasch die Sachen, ehe die Sibyllen kommen. Wer ist denn Sibyllen? Das sind unsere Haushälterinnen. Ach so, gut. Sagen Sie mal, wie heißt denn eigentlich meine, beziehungsweise seine Frau? Irene. Und gut. Ihre Tochter heißt Margot. Margot, wie Kinder habe ich auch? Mit den Damen haben Sie gar nichts zu tun. Die sind verreist. Haben Sie aber Glück gehabt, sonst hätte ich die Sache nicht gemacht. Ja, hier haben Sie den ersten Scheck über. Dankeschön, Geld. Endlich was Wunderbares. Den Rest kriege ich aber noch, ja? Ja, ja, wenn Ihr Bruder zurück ist. Gut. Doch, das ist der Herzog von unseren Herzen. Ja, die Sachen. Die dürfen die Sibyllen aber nicht sehen. Ja. Die kommen in die Bibliothek. Schauen Sie mal, die Bibliothek, das ist wohl Ihre Geheimkammer, was? Allerdings, in diesem Haus liest man keine Bücher. Da kommt niemand rein. Eben. Ich habe mir sogar einen Divan hineinstellen lassen, damit ich mittags ungestört ruhen kann. Sagen Sie mal, die Sibyllen. Bin ich mit der Brille? Die ist da drin. Los, rein, hol sie! Ja, doch! Ich komme schon! Ja, ja! Nur keine Panik! Ja, was soll das denn nun schon wieder bedeuten? Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Wir kündigen zum Ersten. Und gehen sofort.
Wir sind anständige Mädchen. Und deshalb können wir uns auch nicht länger mit ansehen, was die da drin für ein Toto-Waboto veranstalten. Der Sanitätswüstling hat den Radiumtrichter voll Sekt gegossen. Ihre Cousine tanzt und der Jüngling hat die Gardine runtergerissen und sie da drin eingewickelt. Pfui, dreimal pfui. Ich muss die zurückhalten, sonst gibt das einen fürchterlichen Salat. Sibylle! Sibylle! Jetzt aber rasch verdrückt, sonst komme ich heute überhaupt nicht mehr nach Hause. Ich kann ja meine Patienten nicht stundenlang warten lassen. Das ist mit meiner Ethik als Arzt nicht zu vereinbaren. Was Sie mit... Ah, Krause! Hab ihm schon. Da sitzt sie ja. Wenn es klappt. Natürlich, warum soll ich denn nicht da sein? Der da drin hält mich tatsächlich für seinen Schwiegerpapa. Ach, ja? Und die Lilly für seine Braut. Aber um die Untersuchung kommen Sie trotzdem nicht herum. Sonst wären Sie mal noch süßer, als Sie schon sind. Was ist das? Ich bin ein Süßer? Der spinnt ja wohl, aber ich weiß, ohne Sekretär geht das hier nicht. Da kommt schon wieder jemand. Geh in die Bibliothek, da kommt jemand rein. Das ist doch, Schatzi. Oder ich hole den Drillbohrer. Was ist denn hier schon wieder los? Bräutigam will mit dem Drillbohrer auf mich los. Entschuldigen Sie bitte den Scherz von vorhin, aber so habe ich ihn wenigstens von meiner Braut weggekriegt. Ach so, ja, aber deshalb kann ich ihn doch nicht heiraten. Vorher bringe ich Sie in Sicherheit. Ja, okay. Verschwinden Sie da hinein. Aber Schatz, ich halte es nicht mehr aus. Augenblickchen, du kannst gleich in meine Arme fliegen. Sie sind es? Wo ist meine Braut? Zu Bett gegangen. Da möchte ich auch hin. Mir ist nämlich ziemlich übel. Na, dann gehen Sie in Ihr Hotel. Ach, bitte bringen Sie mich hin. Sie sollen Ihre Kohlen für den Winterbrand umsonst haben. Ich wohne hier. Sie im Hause meiner Braut? Dann bleibe ich auch hier. Ich lasse Sie ins Fremdenzimmer bringen. Oh, vielen lieben Dank. Dafür kriegen Sie laut Offerte die Eierbrikette. Ach, ja, Sie scheinen ja ganz schön geladen zu haben, mein Lieber. Ganz überjungvoll. Glückliche Reise, glückliche Reise. Jetzt alles funktioniert. Oh, da ist ja die Lilly. Da wollen wir doch mal schauen. Hallo! Ach, du endlich! Ja, Liebchen! Moritz, was sagst du? Um Gottes Willen, Herr Krause! Mein Gott, was haben Sie denn? Ich benötige Sie nicht mehr, Herr Sekretär. Aber Herr Krause. Da komm, komm, langsam. Was ist denn nicht nervös, wenn... Aber Herr Krause, denken Sie doch an unseren Vertrag. Das tue ich doch. Ich soll ihn doch in allem vertreten, nicht? Ach, Gott, oh Gott, wie soll das noch enden? Herr Krause, oh Gott. Herr Krause! Was ist denn? Herr Krause, Ihre Frau, was? Nein, seine Frau, Ihre Frau und Ihre Tochter sind soeben mit dem Auto zurückgekommen. Nein! Wohin, wohin? Was kann denn nur passiert sein? Weiß ich doch nicht. Sag doch, was ich machen soll. Was soll sie denn machen? Ne? Rasch, in die Bibliothek. Ja, da kommt mir ein Mensch rein. Ja. Los, hopp. Und ich habe mich so auf die Überraschung für dich gefreut. Ja, also. Die Überraschung, die langt mir. Jetzt wissen Sie Bescheid, ich haue ab. Ich mach das. Sie müssen hier bleiben. So denn? Damit kommen. Ich bleibe auch da. Ich helfe Ihnen aus der Verlegenheit. Oh Gott, Schicksal, nimm deinen Lauf. Da sind wir wieder. Da staunst du wohl, Papa. Im Gegenteil. Herzlich willkommen. Im Gegenteil. Ich hab's euch gesagt, im Gegenteil. Schimpfen. Ja, schimpfen. Schimpfen? Also schimpfen. Himmel sei der Wetter nochmal. Was habt ihr denn hier schon wieder zu suchen, ne? Aber gnädige Frau, was ist denn nur geschehen? Wir werden Recht haben, aufgeklärt zu werden. Vielleicht ist der Zug verunglückt. Das muss einem doch gesagt werden. Aber Papa. Nicht mehr schimpfen. Nicht mehr schimpfen. Nicht mehr schimpfen. Wieso? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich konnte nicht anders. Bist du jetzt fertig mit Schreien? Ich hab nicht geschrien. Dann höre zu. Schon im Auto fing Margot an zu jammern und zu stöhnen. Mein Gott, das arme, arme Kind. Zum Bahnhof hatte ich glücklich heraus, dass sie den Felix nie nimmt. Da ich aber deinen Dickkopf kenne, bestand ich auf der Reise. Kaum waren wir aber in Köln-Nippes, bekam Margot einen Weinkrampf. Was arme, liebe Kind. In Köln-Kalk fiel sie mir in Ohnmacht. Wir mussten raus und da sind wir. So jetzt wohl weiter. Ich denke gar nicht an so wohl. Mein liebes Kind, von mir aus kannst du heiraten, wen du willst. Und so oft du willst. Das interessiert mich gar nicht.
Aber Herr Kraus... Ja, Moment mal bitte mal, was geht Sie meine Familienangelegenheit an? Du bestehst also nicht mehr auf Felix? Nein! Dann kann ich also meinen Dr. Hellwig nehmen? Du kannst den Dr. Hellwig nehmen. Wer ist denn das wohl? Na, der hier! Aber Margot, jetzt bin ich selber überrascht. Ach, mich überrascht gar nichts mehr. Aber dass du nichts Besseres finden konntest, wie gerade den da. Aber Herr Kraus... Moment mal, bin ich der Vater dieses Kindes oder bin ich es nicht? Das bist du. Ja, du musst es wissen, ja, Kinder. Komm her, Kinder. Habt euch lieb. Wachsen und mehr. Mehr sage ich nicht. Möge nie ein anderer kommen, euch des Glückes berauben, ne? Hans. Margot. Wie schön, eine richtige Liebesheirat. Genau wie bei uns. Mit einer Viertelmillion Mitgift. Ja, die sollen unsere Kinder auch haben. Das sind nicht mehr. Doch. Von mir aus sogar eine ganze halbe Million. Mama! Wie Sie sich da rausfressen, bin ich immer neugierig. Hans! Margot! Moritz! Ja, bitte. Ich kenne dich nicht wieder. Du hast dich gewandelt. Nicht wahr? Ich wollte die letzten Jahre fast verzweifeln an dir. Jetzt aber sehe und fühle ich, dass du wieder der gute alte Moritz bist von früher. Komm her und gib mir den Versöhnungskuss. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach nein, komm, du bringst mich noch raus. Komm, komm, komm. Das ist doch Liebe. Ja. Erinnerst du dich noch, als du mir den ersten Kuss gabst? Ja, es ist schon sehr lange her. Aber ich erinnere mich noch ganz genau. Auf unserer Hochzeitsreise? Ja. Damals im Tunnel. Ja, in Italien? Nein, in der Schweiz. Ach ja, die kommt ja noch vorher, stimmt ja, ja. Ach, Moritz. Mir ist heute genauso wie damals. So seltsam weich ist mir. Und ich habe eine Sehnsucht nach ein bisschen Zärtlichkeit. Ja, Moritz, mit Macht erwacht die alte Liebe in mir. Lass es schlafen. Schlafen. Ich gehe jetzt schlafen. Du bist sicher auch sehr müde und kommst bald nach. Ach, leckere kleine Moritz. Hm. Ich erwarte dich. Ah, Doktor, helfen Sie mir! Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin gerade da reingegangen und ich soll nachkommen. Moritz, soll ich? Auf gar keinen Fall, Herr Krause, Sie werden das auch nicht tun. Aber die wartet doch auf mich. Ja, dann gib mir meinen Bart wieder. Ja, das Leckerste kommt gleich. Oh, lieber Gott, gib mir doch eine Erleuchtung. Was soll der kleine Moritz tun? Da die Frau und da die Lilly. Die Erleuchtung ist da. Ich hier in die Bibliothek, da kommt nie ein Mensch rein. Bis auf die Lilly. Und die ist schon drin. Was rasen Sie da rum wie ein wild gewordener Hering, hä? Ihnen fällt ja doch nichts ein. Ach, wer ist doch bloß nicht auf die Idee mit Ihnen gekommen? Warum denn nicht? Die Frau im Haus, Margot im Haus, Lilly im Haus und im fremden Zimmer dieser Felix. Das heißt, dessen Anwesenheit bereitet mir ja eigentlich Vergnügen. Ja, und mir die Anwesenheit von Lilly. Ja, das habe ich gemerkt. Aber sagen Sie mal, wie konnten Sie Ihrem Bruder das antun? Wie konnten Sie Ihrem Bruder das antun? Ich habe meinen Bruder vertreten. Was glauben Sie denn, was er an meiner Stelle gemacht hätte? Oh. Sehen Sie, genau dasselbe habe ich auch gemacht. Ja. Aber nur als Moritz. Also die Lilly, die fliegt jetzt raus. Ja, bitte. Fräulein Lilly! Ja. Vielleicht beeilen Sie sich mal ein bisschen. Sie können keine Minute länger im Haus bleiben. Moritz! Sag deinem Sekretär, dass er sich eines anderen Tones befleißt. Ja, ich möchte gern einen anderen Ton gegenüber meiner Bibliothek, ja? So, jetzt bin ich fertig. So, jetzt aber raus. Oh, sind Sie immer so hastig? Zurück. Guten Morgen, lieber Schwiegersohn. Gut geschlafen? Danke, Schwiegermama. Sie hoffentlich auch. Ich? Ich habe leider die ganze Nacht kein Auge zugetan. Aber mein liebes Kind, wenn ich das gewusst hätte, ich wollte dich nicht stören in deiner Nachtruhe. Ne? Haben Ihnen die Sibyllen eigentlich gesagt, warum sie weg sind? Sibyllen?
weg? Ach so, ja, die sagten, ihre Tanten wären gestorben. Ja. Ihre Tanten? Ja, zwei auf einmal. Merkwürdig. Otto sagte, sie sind zur Beerdigung ihres Onkels. Ja, ja, der Onkels auch. Zwei auf einmal. Merkwürdig, ja. In dem Haus herrscht die Maul- und Klauenseuche. Jawohl. Moritz, Moritz, wenn du zurückkommst. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, mein Kind. Morgen allerseits. Ich habe gestern in dem Trubel mein Stethoskop verloren. Das musste... Wie, Fräulein Margot? Ja, wir sind gestern Abend noch zurückgekommen. Was, gestern Abend? Das war eine Überraschung. Die Lilly, das kann ich mir denken. Es gab noch eine Überraschung. Was, noch eine? Ich habe mich verlobt. Wirklich? Dann ist ja doch noch alles gut gegangen. Haben Sie diesen Windhund doch genommen? Windhund? Hans, lässt du dir das gefallen? Was? Also, Herr Dr. Helwig ist der Glückliche. Ja. Ja, dann ist ja doch noch alles gut gegangen. Oh, ja. Ich gratuliere von ganzem Herzen. Danke. Dankeschön. Ihnen auch, lieber Krause. Dankeschön. Ich hoffe aber, die Verlobung hat Sie nicht zu sehr aufgeregt. Nicht im Geringsten. No. Sollen wir erst mal feststellen? Ja? Haben Sie heute schon eingenommen? Natürlich nicht. Her mit der Medizin. Was soll ich? Einnehmen sollen Sie. Einnehmen? Ja. Da ist nichts mehr ausgemacht. Das steht nicht im Vertrag. Was denn, Papa? Du bist doch sonst nicht so. Das schmeckt zwar seuchig. Und stinkt widerlich. Ja, aber Schwiegerpapa, Sie sind doch kein Feigling. Ja, also, ach, wer Sie alle schlucken muss, der ist... Beißt er denn widerliches Zeug? Das ist die erste reine Freude, die ich an der Sache habe. Jetzt kommen Sie mit ins Schlafzimmer, da kriegen Sie noch eine kleine Einspritzung. Was? Und dann werde ich Sie noch mal gründlich untersuchen. Ach, wie sagen Sie Papa nicht so, Sanitätsrädchen? Ja. Los, Krause, los. Was erzählen Sie, Ihre Frau ist zurückgekommen und hat Sie erwischt mit der beschwipsten Lilly. Ja. Mann Gottes, so eine Aufregung kann ja Ihr Tod sein. Das ist real, aber die Medizin nehme ich nicht mehr. Noch ist ja alles gut gegangen. Nur ist die Lilly noch im Haus. Was, ist noch da? Ja, und der Felix doch auch. Und der hält die Lilly doch für seine Braut. Ich lach mich tot. Und sie für seinen Schwiegervater. Ich lach mich tot. Flucht noch mal, ich leugne alles ab. Ja? Das ist mit meiner Ethik als Arzt nicht zu vereinbaren. Kommen Sie rasch raus ins Schlafzimmer, da kriegen Sie eine Einspritzung, damit ich aus dem Haus komme. Was denn? Was? Was ich für Sie alles hier aushalten muss. Sie haben als Vertreter Ihre Pflicht zu tun. Das könnte Ihnen so passen, nur das Angenehme zu tun. Ne? Ich, ja! Spritzer! Spritzer! Oh! Soll ich bloß mit dem Gepäck von der jungen Fräulein anfangen? Dauernd schleppe ich es hin und her. Das macht so komische Geräusche. Wo ist denn Frau Krause hin? Die war soeben gerade noch in der Küche. Ausgezeichnet. Da halte ich Sie fest, während Sie das Fräulein auf dem schnellsten Weg herausbringen. Fräulein Lilly! Fräulein Lilly, schnell! Kommen Sie, die Luft ist rein. Haben Sie alle meine Sachen? Ja. Prima. Wer ist denn das? Oh, ja, liebe Frau, das ist nämlich gnädiges Fräulein ist das. Verzeihen Sie, gnädige Frau, ich bin die Cousine von Dr. Helwig und wollte ihn nur auf der Durchreise... Ja, sie ist gerade eben angekommen. Mal gerne begrüßen. Cousine von Dr. Helwig, seien Sie mir aufs Herzlichste gegrüßt. Sehr liebenswürdig, gnädige Frau. Otto, bringen Sie das Gepäck gleich rauf ins Fremdenzimmer. Ins Fremdenzimmer? Aber da ist doch... Ja, ins Fremdenzimmer. Ich wollte nur einen Zug überspringen. Unter keinen Umständen lasse ich Sie weg. Kommen Sie, Sie wollen sich sicher etwas auffrischen. Darf ich vorgehen? Ob die Lilly endlich weg ist? Ah. Ach, Gott sei Dank. Die hätten wir glücklich aus dem Haus. Was sind Sie denn so lustig? Was ist denn los? Eine Gefahr ist vorbei. Wieso? Die Lilly ist weg. Und die neue Gefahr ist im Anzug. Wieso? Doktor hat mich untersucht. Und ist was passiert? Nein, er schüttelt den Kopf, untersucht mich noch einmal. Und jetzt schnappt er über. Nein. Über 20 Jahre bin ich Arzt. Aber so etwas ist mir noch nicht untergekommen. Krause, Sie sind ein Phänomen, eine Sehenswürdigkeit. Wieso denn? Vor 3 Tagen noch ein Diabetiker schlimmster Sorte und jetzt nicht mehr eine Spur. Blutdruck in Ordnung, Herz, Leber, Milz, normal. Was heißt normal? Der Mensch strotzt vor Gesundheit. Und ich habe ihn kuriert.
Ich habe das Wunder fertiggebracht. Ja, ja. Mensch, Krause, ja. Das können Sie gar nicht bezahlen. Nein. Ich bin eine Kapazität ersten Ranges. Und ein Rindvieh zweiter Ordnung. Auf dem Ärztekongress werden Sie ausgestellt. Und er wird als Ochse prämiert. Der Professorentitel ist mir sicher. Ich laufe jetzt rasch ins Labor und lasse nachprüfen. Gut. Auf Wiedersehen. Sie Wunder der Menschheit. Herr Krause, Ihre Frau ist da. Das weiß ich schon seit gestern. Nein, nicht Ihre Frau, auch nicht seine Frau. Welche? Ihre wirkliche Frau. Ach du lieber Gott. Frau Max Krause. Die habe ich ja in der Aufregung total vergessen. Nach wem hat sie gefragt? Nach mir oder nach Herrn Moritz Krause? Herr Moritz Krause. Ah. Dann schicken Sie sie weg. Ja. Nein, lassen Sie sie rein. Wieso denn? Die werde ich da genauso wenig kennen wie die anderen auch. Aber jetzt habe ich als Moritz mal die Möglichkeit, dir das zu sagen, zu was der Max immer zu bang war. Wer weiß, was die will. Was will sie schon wollen, ihren Max will sie. Moritz! Jawohl. Moritz Krause, meine Frau. Ich hatte Sie vorstellen, mein Sekretär Dr. Hellwig, meine Schwägerin Mathilde Krause. Ja. Sie wünschen. Sie? Ja, aber warum denn Sie? Ach, sag doch du zu mir wie damals. Wir wollen doch nicht in diesem offiziellen Ton miteinander reden. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Aber warum denn in so einem offiziellen Ton? Haben Sie vergessen, was Sie mir damals angetan haben? Ach, hast du mir diese Dummheit immer noch nicht verziehen? Nein, ich denke da heute noch dran. Ach, Moritz, bitte vergib mir. Ich bin mit Max schon genug bestraft. Wenn du wüsstest, was ich durch deinen leichtfertigen Bruder alles durchgemacht habe. Leichtfertig? Leichtfertig, jawohl, das war er. Denn er war es, der mich damals zu dieser Schuftigkeit verführte. Das ist nicht wahr. Wie ich Max kenne, hast du ihn verführt. Aber lieber Moritz, entschuldige bitte. Ich würde meinen Max doch etwas besser kennen als du. Meinst du? Also jedenfalls, er hat sich nicht bewährt. Lachen Sie nicht. Dich hat er betrogen. Und mich hat er enttäuscht. Wieso enttäuscht? Ja, enttäuscht. Nachdem er mein Geld verputzt hat und arbeiten musste, da gab er sich dem Alkohol. Ja, und das bisschen Verdienst, das er hatte, das brachte er mit fremden Weibern durch. Woher weißt du das? Wieso? Ich habe ihn beobachten lassen. Also dieser Max Krause, das scheint ja eine ganz schön komische Nudel zu sein. Und warum haben Sie ihn nicht verlassen? Oh, weil ich ihn leider Gottes immer noch liebe. Siehste? Diesen Taugenichts. Siehste? Also jedenfalls hast du dich überhaupt nicht verändert, Moritz. Max dagegen ist ein vollkommen anderer geworden. Und ach, warum denn so offiziell? Also bitte gut, was willst du von mir? Ich wollte wissen, wo Max geblieben ist. Was meinst du damit? Wieso? Er war doch gestern Abend bei dir. Doktor, haben Sie meinen Bruder gesehen? Nö. Ja, aber Moritz, ich selber habe ihn hier abgeliefert. Und da er am Abend nicht mehr ins Hotel gekommen ist, dann musste ich annehmen, dass ihr euch endlich ausgesöhnt habt und dass er den ganzen Abend bei dir geblieben ist und auch über Nacht. Nein, Max ist nicht hier gewesen. Ja, aber um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein. Hier stimmt doch etwas nicht. Moritz, habt ihr euch gestritten? Ach, ist doch Unsinn. Moritz, du hast dir was angetan. Aber Frau Krause, Sie dürfen so nicht... Lassen Sie mich! Jetzt sehe ich dich wieder wie früher. Du warst immer jähzornig und rachsüchtig. Du hast meinen Max eingesperrt und hältst ihn hier versteckt. Oh, Max! Aber Frau Krause, er wird den Namen des Hotels vergessen haben und sucht sie jetzt gewiss. Das glaube ich nicht. Aber ich sehe sofort nach. Und wenn er nicht da ist, dann hast du ihm etwas angetan. Aber dann wirst du mich kennenlernen. Ach, du lieber Gott. Ein neues Unglück. Das hat uns ja gerade noch gefehlt. Gott, oh Gott, oh Gott. Also die schreckliche Person darf nicht mehr ins Haus. Moment mal, die schreckliche Person ist immerhin meine Frau, nicht? Auch wenn bitte, sie... hier schickt gerade die Versicherung für mein verlorenes Perlenkollier den Scheck über 20.000 Mark. Mann, endlich was Vernünftiges. Schön. Ich denke, in deinem Sinne zu handeln, wenn ich das Geld unserem lieben Schwiegersohn zur Ausstattung stifte. Schwiegermama, ach, Sie machen mich aber überglücklich, obwohl ich es eigentlich gar nicht annehmen dürfte. Ja, dann will ich Sie noch nie aufdrängen, ja. Heiraten Sie mal erst, so lange bleibt das Geld bei mir, nicht wahr? Ja, 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 ja. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Noch eine? Soeben ist aus Hamburg
Ihre liebe Cousine angekommen. Meine Cousine aus Hamburg? Sie macht in meinem Schlafzimmer gerade Toilette. Sie freuen sich doch über den Besuch. Und wie? Sie ist eine ganz bezaubernde, reizende, liebe Person. Ich will doch gleich mal sehen, ob sie fertig ist. Wer kann denn das bloß sein? Lilly, das ist nur die Lilly. Also wenn das die Lilly ist, dann drehe ich ihr den Hals um. Ach nein, bitte nicht. Ist so ein leckeres Paketchen. Meld ich mir ein, verzicht schon schnell. Max und Moritz mit euch zwei trinke ich am liebsten. Prost, Moritz. Du, der ist lecker. Ja. Prost, Max. Und der ist noch leckerer. Du trinkst Cognac? Aber ich bin doch gar nicht krank, Rähnchen. Ja, ich strotze vor Gesundheit, hat der Onkeldoktor gesagt. Ja, aber Moritz, was ist los mit dir? Du bist so merkwürdig. Merkwürdig, siehst du, merkwürdig, hat der Onkeldoktor auch gesagt. Ich sei ein Wunder, hat er gesagt. Ja, das bist du mir auch. Ein Phänomen, hat er gesagt. Davon habe ich nichts gemerkt. Ja, das war gestern, da wusste ich es noch nicht. Ne? Moritz, du warst sehr hässlich zu mir gestern Abend. Och, das musst du nicht sagen. Du weißt doch, dass ich das ganze Haus nach dir abgesucht habe. So? Wo warst du? Sage mir, wo du warst. Siehst du, selber wollte ich dich fragen. Mich? Ich habe dich die ganze Nacht gesucht, ich war auch in deinem Schlafzimmer. Du warst nicht da, dann habe ich gedacht, du bist woanders. Ja, da sind wir ja aneinander vorbeigegangen. Ja, ja. Ach, du. Und siehst du, wie Unrecht du mir getan. Verzeih mir. Heute Abend aber werden wir uns finden. Heute Abend? Oh, ich bin dir wieder gut. Du bist und bleibst ja doch meine leckere kleine Moritz. Hm. Können mir die Herrschaften vielleicht sagen, ob hier noch ein Badezimmer im Haus ist? Das oben ist gerade besetzt. Nein, na, Sie scheinen auch fremd hier zu sein. Mein Gott! Was war denn das? Wem gehört der dann? Das will ich doch sofort mal feststellen. Lieber Schwiegersohn, haben Sie außer Ihrer Cousine noch einen Besuch bekommen? Nein. Aber da schwirrt doch so etwas im Bademantel herum. Ach so. Ja, gestern Abend. Sie waren gerade zu Bett gegangen, da klingelt's. Einmal, zweimal. Dreimal, viermal. Haben Sie es auch gehört? Nee. Na, kurz und gut, wer kommt rein? Der Felix Papenstiel. Wie? Ja, Ihr anderer Schwiegersohn. Was? Haben wir denn noch einen? Ja, aber Mann. Warte. Der Sohn deines Geschäftsfreundes, den du zuerst wolltest. Den ich wollte? Ja, natürlich. Den Eierbrikettler. Ach, den! Haha, ja, den! Der soll machen, dass er wegkommt. Jawohl, sage ihm das. Nein, das musst du sagen. Warum? Das kann ich nicht. Wenn ich das sage, rege ich mich auf. Aufregen darf ich mich nicht, da kriege ich wieder mein Sago. Nee, Zimt, Zucker. Verzeihung, darf ich eintreten? Aber ja. Ach, gucke da, da ist sie ja, meine liebe, liebe Cousine. Mein lieber, lieber, guter Vetter. Nein, das ist aber eine Freude. Bist du gut gereist? Darf ich vorstellen? Oh, wir kennen uns schon, aber mein Mann kennt Sie noch nicht. Ich hatte noch nicht das Vergnügen. Freundlich, eine reizende Verwandte kennenzulernen. Ach ja, richtig, Hans. Was habe ich gehört? Du bist glücklicher Bräutigam? Ich gratuliere dir herzlich. Was ist denn das? Das, liebe Margot, das ist meine liebe Cousine Lilly, die soeben angekommen ist. Ach so. Das Frühstück ist serviert. Ja. Kommen, die Liebste. Sie haben gewiss Hunger. Und was für einen. Moritz, wir wollen die Gesellschaft komme, leisten. Komme. Also, wenn das so weitergeht, dann werden wir die nie los. Da freue ich mich. Halt, Hans. Bleib noch bei mir. Aber gern, Liebes. Charmant, deine Cousine. Eine entzückende Person. Bloß zu küssen brauchst du sie nicht gleich. Aber Schatz, du bist doch wohl nicht etwa eifersüchtig. Aber Schatz, ich hab doch nur dich alleine gern. Ich bin ja auch glücklich, dass mit Papa alles so schnell gegangen ist. Du, das Schnelle, das ist ein bisschen verdächtig. Wenn er sich bloß nicht morgen anders besinnt, der Papa. Nein, nein, das tut er niemals. Ich trau ihm nicht recht. Aber er kann doch nicht heute Ja sagen und morgen Nein. Können kann er. Und tun,
tut er alles. Ach was, sei doch nicht so nervös. Du siehst Gespenster. Komm, an sowas darf man gar nicht denken. Ich muss aber immer daran denken. Ach, Hans. Ach, Margot. Also, ich kann nicht zu einem Bad kommen. Oh. Oh, pardon. Lassen Sie sich nicht stören. Nippen Sie ruhig weiter. Ich sehe sowas gerne, wenn sie gerade bei meiner Braut ist. Wiedersehen. Wer war denn das? Das war der Felix. Wie, Felix Papenstiel, mein abgelegter Bräutigam? Der gestern hier ankam, jawohl. Ach so, jetzt verstehe ich alles. Deshalb bist du so nervös. Aber komm, beruhig dich doch. Ich werde das alles gleich in Ordnung bringen. Ah, Papa, ja? Cool, dass du kommst. Ich habe ganz energisch mit dir zu reden. Bitte? Du hast uns doch dein Ja-Wort gegeben. Jawohl, ich habe das Ja-Wort gegeben. Ja. Dann gib uns jetzt dein Ehrenwort, dass du dieses Ja-Wort niemals zurückziehst. Mein Ehrenwort. Siehst du, ich hab's ja gewusst. Papa ist nicht so. Und jetzt werde ich zu Mama gehen und ihr sagen, sie soll diesen Felix Papenstiel nach Hause schicken. Richtig. Die Konflikte werden immer größer. Oh ja. Und wenn nur Moritz zurückkommt, der bringt sie um. Sie aber auch. Das ist mir wurscht. Sagen Sie mal, wie konnten Sie eigentlich Ihr Ja-Wort zu meiner Verlobung geben? Da sind Sie doch froh darüber. Ja, das bin ich auch. Aber was nützt mir das? Nix. Ja, und den Scheck haben Sie auch eingesteckt. Ja, hab ich. Und die Lilly ist auch noch da. Ja. Der Felix läuft auch noch hier herum. Noch da. Wenn jetzt noch die beiden Sibyllen kommen, was ist dann? Dann fliegt das ganze Haus in die Luft. Lassen Sie fliegen, das Maurier. Hallo. Hallo. Sagen Sie mal, sind Sie denn ganz von Gott verlassen, immer noch hier rumzulaufen? Wieso sind Sie denn noch da? Sie hat uns doch gerade in der Tür geschnappt. Mensch, seien Sie froh, dass ich als angekommene Cousine die Situation gerettet habe. Ich bin überhaupt nicht froh. Wenn dieser ganze Schwindel aufgedeckt wird, dann ist es aus mit meiner Verlobung. Und Sie fliegen jetzt raus. Was geht Sie das überhaupt an? Moritz? Ja? Sage deinem Sekretär, dass er die Anschnauzerei lässt. Richtig, ich bitte um einen anderen Ton gegenüber einer Dame, die Ihre Cousine ist. Komm. Danke. Gut? Komm, Schätzchen. Schön, dass du da bist. Ja. Und hören Sie auf zu küssen! Ich kann es nicht mehr mit ansehen! Ja, da gehen Sie doch so lange raus. Oh, Miss Krause, denken Sie doch an Ihre Frau. Ich kann doch beim Küssen nicht an meine Frau denken. Aber Miss Krause, machen Sie mich doch nicht wahnsinnig! Machen ist gut, du bist ja schon. Die Lilly muss gehen. Nein, die Lilly muss bleiben, wo sie sich jetzt als Cousine so prima eingeführt haben. Jawohl, was kann jetzt noch geschehen? Nicht, aber Mensch Krause, denken Sie doch mal nach. Ach? Wir haben doch gestern den Felix verlobt. Ja und? Mit der Lilly als ihrer Tochter und dem Sanitätsrat als Schwiegervater. Ach, lieber Gott, ja, stimmt ja. Bist du denn doch da? Na klar. Na, was machen wir bloß? Sie müssen gehen, sagen Sie, Sie hätten Zug übersprungen. Gut. Jawohl, das mache ich. Richtig. Ich gehe zum Bahnhof und du kommst sofort nach. Warum soll ich denn nachkommen? Willst du nicht wissen, warum ich gekommen bin? Oh ja. Ja, das ist die beste Lösung. Ich hole inzwischen das Gepäck. Danke. Warum bist du denn gekommen, mein Schatz? Das wirst du am Bahnhof erfahren. Ach, du warst so lieb zu mir gestern Abend. Ja? Du, ich hab dich nicht wiedererkannt. Ach. Also, wenn ich nicht ganz genau gewusst hätte, du bist der Moritz. Ich hätte geglaubt, Jung Siegfried aus den Nibelungen ist bei mir. Jung Siegfried, Junge, das war aber ein Kompliment, aber nicht für dich, du. Voilà, der Felix, der ist da. Ach, der Felix. Schatz, ich bin hier so wild auf dich. Ich telegrafiere sofort nach Hause, dass an unserer Verlobung nicht mehr zu tippen ist. Nicht wahr, Liebling? Uns trennt keine Himmelsmacht mehr. Niemals. Oh. Man hat getrommelt. Wieso sind Sie auch schon wieder da? Was heißt auch wieder? Ich bin doch ja nicht weg gewesen. Wo haben Sie denn geschlafen? Na, im Fremdenzimmer. Im Fremdenzimmer? Da haben Sie doch geschlafen. Ich habe in der Bibliothek geschlafen. In der Bibliothek? Oh, da doch der Kraut. Bitte bringen Sie das sofort zur Post. Du lieber Jott, was sagen wir denn von dem David jetzt an der Köpfe? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, wie wir ihn sagen, der ist total verrückt und er bildet sich ein, sie sind seine Braut. Ausgezeichnet. So,
Das Telegramm. Lieber Papa, ich habe die süßeste Braut. Gib telegrafisch sehen Felix. Jetzt suche ich Frau Krause auf, denn ich muss doch anstandshalber auch ihren Sehen haben. Eilt doch nicht. Was denn, Frau Krause? Was denn, Frau Krause? Ja, natürlich bin ich Frau Krause. Schwiegermama, freue dich, der Felix, der ist da. Ja, um Gottes Willen, wer ist denn das? Mama! Geht ja alles ein, jetzt haben wir es verrückt. Gott. Ja, das scheint ja ein sonderbares Haus. Schwiegermamachen. Jut, siehst du aus. Leg doch ab, Mamachen. Nein. Doch, Schwiegermutter. Lassen Sie das. Also ein bisschen anders habe ich sie mir ja vorgestellt. Das tut mir leid, wenn ich Ihnen nicht gefalle. Oh, das macht nichts. Ich heirate ja nicht Sie, sondern Ihre Tochter. Meine Tochter? Die Tochter. Ach so, meine Tochter. Oh Gott, was will nur der Mensch von mir? Ich muss leider in die Klavierstunde. Und jetzt, Schwiegermutchen, kriegst du den ersten Kuss von deinem Schwiegersohn. Mutchen, gib mir dein Segen. Da hast du ihn. Also, behandelt wird man hier. Die Leute scheinen nicht zu wissen, was ein Eierbrikett-Baron ist. Ah, da ist ja der Herr Papenstiel. Jawohl, Felix der Gekitzelte. Sie sind ja so vergnügt. Och, ich bin nicht nachtragend. Ich gebe zu, wir behandeln Sie nicht sehr nett. Bitte, was heißt wir? Ich vermutete Sie eigentlich in Pyrmont. Bitte? In Pyrmont? Sie mich? Was sieht Sie das an? Staunen Sie denn nicht, dass ich hier bin? Was sieht mich das an? Nun, wir hatten uns doch schließlich in Pyrmont verabredet. Nee, ich habe mich mit Frau Krause verabredet. Nun ja, die bin ich doch. Sie? Da muss ich kurz, aber schrill lachen. Ha. Was fällt Ihnen denn ein? Sie wollen Marios Mutter sein? Nee, meine Beste. Die habe ich soeben persönlich begrüßt. Was? Und ihren Sehen hat sie mir auch gegeben. Herr, Sie träumen wohl. Nee, ich spüre noch an der Backe. Herr Papenstiel, leider ist Margot nicht umzustimmen. Was nicht, Sir? Sie liebt einen anderen. So? Vor 2 Minuten hat sie noch mich geliebt. Das ist nicht wahr. Fragen Sie meinen Mann. Der? Der hat doch mitgefeiert und seinen feuchten See zu der Verlobung gegeben. Jetzt wird es mir aber unheimlich. Liebster Herr Papenstiel, hören Sie mal ganz ruhig zu. Ja. Ich bin Frau Krause. Nein, hören Sie mal ganz ruhig zu. Sie sind es nicht. Aber Herr Papenstiel, mein Mann hat Sie ja überhaupt noch gar nicht gesehen. Ich ihn auch noch nicht. Sie sagten aber doch eben, dass Sie mit Herrn Krause gefeiert hätten. Ja, Herr Krause. Aber das ist ja doch mein Mann. Aber ja, der Mensch ist ganz und gar daneben. Du kommst gerade recht. Ja, bitte, was ist bitte bestätige diesem Herrn, dass ich deine Frau bin. Ja, natürlich bist du meine Frau. Das bestreite ich ja nicht. Dann bin ich aber doch Frau Krause. Ja. Nee, das sind Sie nicht. Aber das ist doch mein Mann, Moritz Krause. Der? Ja, was lachen Sie denn so blöd? Sie wollen Herr Krause sagen? Was wollen Sie damit sagen? Sie sind ja eine sehr schöne Erscheinung. Aber den richtigen Krause, den kenne ich genau. Und mit dem habe ich gestern bei der Verlobung Brüderschaft getrunken. Moritz, was soll das heißen? Keine Ahnung, ich kenne den Kerl gar nicht. Ich sie auch nicht, das ist ja alles das Schönste. Oh. Na Gott sei Dank. Da darf ich Sie vielleicht jetzt fragen, mit wem ich die Ehre habe. Moritz Krause und Frau? Doch noch mal! Der Moritz Krause ist ein Dicker mit einer Schnapsnase. Ja, ich komme eben aus dem Labor. Mensch, Sie sind ein Wunderknabe. Hurra, da ist er ja, mein Schwiegerpapa. Sehen Sie, meine Herrschaften, das ist der richtige Krause. Aber Herr Sanitätsrat! Wer sind Sie denn, Sie junger Mensch? Aber Schwiegerpapa, du,
Du hast mir doch gestern die Hand deiner Tochter gegeben. Ich habe gar keine Tochter. Sie haben ja Halluzinationen. Ah! Ich lass mich nicht verrückt machen. Du willst nicht mit mir Verlobung gefeiert haben? Und getanzt und getrunken haben? Wie reden Sie mit mir? Ich bin der Sanitätsrat Ruppel. Ich tanze und trinke nicht. Das ist mit meiner Ethik als Arzt nicht zu vereinbaren. Moritz, ja? Sage dem Herrn, dass er hier nichts mehr zu suchen hat. Ja, wieder sind Sie Schwindler oder verrückt? Jetzt hat sie schnappt. Wo sind die anderen? Ah, sie kommen mir gerade recht. Auf Ihr Ehrenwort. Wer ist der Herr dort? Sanitätsrat Ruppel. Ah! Und der Herr dort? Das ist Herr Krause. Bitte. Jetzt sagen Sie nur noch, dass diese Dame Marjorie Krause ist. Das ist sie auch. Ich bin verrückt, ich bin total verrückt. Halt! Wo ist die andere? Eben war sie noch da. Wo ist sie? Wo ist sie? Jetzt geht die Sache schief. Da ist sie. Wollen Sie mir bitte sagen, wer diese Dame ist? Das ist Fräulein Lili Leiser, die Cousine dieses Herrn hier. Du bist... Sie sind... Die vor einer Stunde angekommen ist. Jetzt bricht's aus. Jetzt mache ich Wauwau und gehe in eine Jummizelle. Ich bringe sie in ein Krankenhaus. Gott sei Dank, dann ging man los. Da waren noch zwei, eine dicke und eine dünne, die Sibylle. Sibylle! Sibylle! Sibylle, woher kennen Sie mein Hauspersonal? Sie haben doch gestern Abend den ganzen Klimbim mitgemacht. Moritz, was soll das heißen? Der ist so verrückt, der spinnt doch. Aber er kann doch den Namen Sibylle nicht erfunden haben. Wieso? Doch, das kann er, das gibt es nicht. Das kann man machen. Ja, ja, jetzt. Ja, den vielen Hälsen. Ja, ja, die beiden müssen her. Sie sollen sagen, wer sie mit Champagner bejossen hat. Halluzinationen. Hirngespinste. Wer sie in die Badewanne setzen wollte. Schwindel. Wie sie den Mordskrach gemacht haben? Schwindel, Schwindel! Und wie sie vor Wut gekündigt haben und ihr Jansen? Schwindel, 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 alles Schwindel! Da sind wir wieder! Sibylle! Ach, Sibylle! Meine Rettungsengel! Sibylle, Dolomiter! Moritz! Moritz, es gibt ein Unwetter! Sibylle! Herr Krause, ich sehe, wie Sie mit Ihrem feurigen Kometenschweif wie ein Blitz hineinfahren in dieses Soda und Gomorra. Soda und Gomorra, was soll das heißen? Das soll heißen, dass Sie hier mitten in einem Sündenpfuhl stehen. Moritz, es donnert schon. Wähle die Wahrheit, was ist hier geschehen? Hier sind wilde Orgeln gefeiert worden. Es zucken die Blitze, Moritz. Kaum waren Sie aus dem Haus, da kam diese Person hier an. Person? Sie waren gestern schon hier. Ich bitte um Aufklärung. Meine Cousine. Eine schöne Cousine ist das, mit der Sie unsere moralischen Gefühle beleidigt haben. Hans, das ist nicht wahr. Leider ist es wahr. Sie sind ganz still. Sie haben doch mit ihr da drinnen Kopfstand getrieben. Nein. Kopfstand? Jawohl, so ja im Pyjama. Moritz! Jetzt gibt es ein Erdbeben. Die Gläser sind geflogen. Was? Und sie haben getanzt. Der Sanitätsrat hat zum Radium auf dem Sektkübel Jatz getrommelt. Moritz! Es bricht alles zusammen. Moritz, das hast du alles geduldet. Mein Name ist Krause. Ich weiß von nichts. Sie sind doch der Allerschlimmste. Bei Ihnen hat sie auf dem Schoß gesessen. Jawohl, jawohl. Und abgeknutscht hat er sie. Oh, Moritz! Jetzt bricht die Welt zusammen. Mama! Oh, diese Schändlichkeiten. Darum sollten wir aus dem Haus. Und darum war sie deine Cousine. Pfui, du Wüstling. Pfui, Herr Dr. Hellwig. Von heute an sind wir geschiedene Leute. Pfui, Sie Casablanca. Pfui. Auch wir sind von heute an geschiedene Leute. Und ich telefoniere jetzt mit meinem Papa. Noch heute wird unser Kapital gekündigt und dann kommen die Pleitejahre. Doktor, kann ich als Max noch mehr für Moritz tun? Hey, Sie haben das Menschenmögliche erreicht. Ah, ich hab es geahnt. Du hast deinen Bruder ermordet. Ich übergebe dich der Polizei. Moritz! Jetzt habe ich die auch noch zum Mörder gemacht. Und morgen findet die Hinrichtung statt. Oh.
Moritz. Und nochmal. Ach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. 1, 2, 3, 4. Hoppla. Hoppla. Die Wunder, die kommt auch mit nach oben. Die hört der Frau Krause. Aber Sie Bildchen, was habt ihr denn? Erstens bin ich für Sie, Fräulein Knupperbacke. Und zweitens lassen wir uns scheiden und ziehen nach oben. Ach, Herr Krause. Alte Schnüss. Da kann man nichts machen, ne? Hoppala. Oh, Jesus, oh, Jesus. Junge, Junge, Junge. Drei, drei. Ich bin das unglücklichste Geschöpf der Welt. Oh, Liebchen, was ist denn los? Oh, nur du bist daran schuld, du ganz allein. Aber Kindchen. Ich bin nicht mehr dein Kindchen. Ich trenne mich auch von dir und nehme den Namen meiner Mutter an. Moritz, Moritz, wenn du zurückkommst. Da sitzt der Kerl und spielt mit, ärger dich nicht. Und tut, als ob ihn die ganze Geschichte nichts angeht. Ich denke gerade darüber nach, was passiert, wenn mein Bruder Moritz zurückkommt. Es gibt eine Katastrophe. Jawohl. Seine Frau lässt sich scheiden. Ja, die Tochter sagt sich von ihm los. Der Papenstiel kündigt den Briketts. Die Lilly hat ihn betrogen. Und seine Firma ist kaputt. Jawohl. Was macht der Mann bloß? Weiß ich genau. Er gibt mir die restlichen 5000 Mark für große Dienste für sein Haus und Sie fliegen raus. Hier bei Moritz Krause. Oh, Herr Generaldirektor. Ja, natürlich ist der Krause da. Einen Augenblick, ich stelle um. Wissen Sie? Auch das noch. Wolf und Sohn, die Konkurrenz ist ja, da. Ja, und? Sie müssen ran. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagen Sie nur ja, ja und nein, nein. Alles andere ist von übel. Ah, das ist gut, ja. Hallo, hier Moritz Krause. Ja, ja, nein, nein, alles andere ist von übel. Ja, ja, nein, nein, alles andere ist von übel. Ja, nein. Jetzt haben Sie gewackelt. Jetzt Fernamt dran, der ist. Aus. Ach, Gott sei Dank, was wollte er denn? Keine Ahnung, ich habe hier ja nicht hingehört. Na und was machen wir jetzt? Ich spiele mal erst weiter. Nein, nein, jetzt kommen Sie mal mit rüber in die Fabrik und zeigen sich da mal. Ja, für das Geld kann ich das ja bald tun. Ja, nicht? Allerdings. Ziehen Sie schon vor, ich komme nach. Ja, einen Augenblick, ich hole nur noch meinen Hut. Na, da, Moment mal. Ah, das haben wir. Eine kleine Mie-Maus lief ums Rathaus. Schäle Wipp, Schäle Klaus. Und der Moritz, der fliegt raus. Sind Sie der Fabrikbesitzer Moritz Krause? Ja, der bin ich. Ich bin von der Kriminalpolizei. Sind Sie selber schuld? Haben Sie einen Bruder namens Max? Jawohl. Gegen Sie liegt eine Anzeige vor, dass Sie Ihren Bruder beseitigt haben. Das ist doch Quatsch. Hier, Ihre Schwägerin, Frau Max Krause, hat die Kleider Ihres Mannes hier gefunden. Hier? Ja. Nicht da? Nein, hier. Hier. Aha. Kommen Sie bitte mit aufs Präsidium. Ja, ich spiele erst zu Ende, ja. Machen Sie doch keine Umstände. Verzeihung. Nimmt ein Haftbefehl gegen Sie vor. Oh, bitte, Entschuldigung. Oh, darf ich Ihnen vielleicht ein Zigärchen anbieten? Nein, danke, ich bin im Dienst. Vielleicht eine für später? Dann bin ich so frei. Die haben Sie doch vergessen. Oh, danke, sehr freundlich. Bitte schön, hier. Ah. Ach so. Bitte schön. Gut. Hervorragend. Ich denke, Sie rauchen nicht im Dienst. Ach, richtig, ja. Folgen Sie mir unauffällig. Jawohl. Lebt wohl, ihr trauten Räume. Es geht der Max. Und Moritz kehrt bald wieder. Hallo. Ach so. Bitte nach Ihnen. Sehr schön. Aber bitte. Aber Herr Rektor. Na Ihnen, aber bitte sehr. Nicht doch. Darf ich Sie bitten? Aber nein. Aber bitte. Aber bitte doch. Aber Herr Derek. Aber nein. So, jetzt bin ich fertig, Herr Krause. Ach, wo ist er denn jetzt schon wieder? Herr Krause! Oh! Aber Margot! Ich glaube, wir haben uns nichts mehr zu sagen, Herr Dr. Hellwig. Aber wieso denn? Weil ich es alle Unverschämtheit finde, dass du die Liebe... Verzeihung, ich muss sofort Herrn Krause sprechen. Herr Papenstiel! Sie haben doch auch gesehen, wie gestern dieser Herr die Lilly geküsst hat. Natürlich habe ich das gesehen. Sie lügen! Die Lilly hat mich geküsst, ohne dass ich es verhindern konnte. Sie haben sie ja zuerst gesagt, sie wäre Ihre Braut. Nein, ich habe gesagt, Fräulein Krause ist meine Braut. Das sagen Sie jetzt. Fräulein Mario, ich frage Sie, sind Sie die Braut dieses gewissen Herrn? Nein. Margot. Ich bin für Sie Fräulein Krause und nicht Margot. Merken Sie sich, dass ich sage, ich Mariott. Mariott.
Sie wissen, unsere Väter wollten aus uns ein Paar machen. Ich bitte Sie also um Ihre Hand. Angenommen. Schatz, ich bin hier so wild auf dich. Herr, dafür verlange ich Genugtuung. Ich bin Ihnen nicht schuldig. Sie sind ein Affe. Herr, nehmen Sie das eventuell zurück? Ich denke nicht daran. Sie nehmen es nicht zurück? Nein. Gut, dann ist der Zwischenfall hiermit erledigt. Ich konstatiere also, dass Sie den Affen auf sich sitzen lassen. Die Ankunft dieser Dame verbietet mir, Ihnen die gebührende Antwort zu geben. Fatzke. Mama, Felix und ich haben uns soeben verlobt. Jawohl, liebe Schwiegermama, öffne deine Arme, dein Felix fliegt dir ins Auge. Dazu gebe ich meine Einwilligung nie. Sie waren gestern der Schlimmste von allen. Sie kommen hier zuallererst aus dem Haus. Sie werfen mich hinaus? Gut, dann ziehen wir unser Kapital endgültig aus der Firma an. Die Firma Krause geht mich nichts mehr an. Komm, Margot. Ich verzeihe Ihnen den Affen, ich bin so ja ein Rindvieh. Aber jetzt pfeife ich auf Fräulein Krause und spanne dem Herrn Krause seine Lilly aus. Vorher sage ich ihm aber noch dumm nicht die Meinung, wenn ich mit meinem Papa telefoniert habe. Was ich auch mache, es wird alles nur noch immer schlimmer. Jetzt habe ich mir auch noch die Margot verscherzt. Ich könnte mich an die Wand stellen und mich stundenlang ohrfeigen. Was ist denn los? Hier ist auch keiner, das ganze Haus ist leer. Mein Bruder scheint schon weg zu sein. Wahrscheinlich hat er nicht durchgehalten. Na, setze ich mich an den Schwarzen und tue so, als wenn ich gar nicht weg gewesen wäre. Bin neugierig, wie mein Bruder sich hier zurechtgefunden hat. Was ist denn das hier? Das nennen die Arbeiten? Mensch, ärgere dich nicht, Spiel. Ich habe mich sowieso geärgert. Der Vertrag in London ist mir durch die Binsen gegangen. So, die Bücher da drüben, die gehören auch uns. Was ist denn los? Warum klopft ihr nicht an? Ach, Sie sind ganz still. Oh, Tante, was machen Sie denn da? Wir haben Ihnen doch gesagt, wir ziehen da oben. Das ist ja wohl... Das Sofa kommt auch hinauf. Bestellen Sie gleich die Möbelpacker. Irene ist schon zurück? Hat Otto den Anwalt angerufen? Den Anwalt? Ja, gnädige Frau. Und Sie möchten sich doch bitte in einer Stunde bei ihm einfinden. Was geht hier vor? Hier muss ich ganz vorsichtig sondieren. Den Teppich, dann nehmen Sie auch mit. Ja. Herr Krause, Sie sind kaltgestellt. Warte, was sind Sie denn? Wahnsinnig geworden, was fallen Ihnen denn ein? Irene, ich muss dir schon sagen. Was ich dir noch zu sagen habe, wird dir mein Anwalt mitteilen. Bitte hör. Unterlass bitte jeden Wiederbelebungsversuch. Aus ist es aus. Selbstverständlich ziehe ich auch meinen Anteil aus dem Geschäft zurück. Richten Sie sich danach. Richten Sie sich danach. Jawohl. Ja, was ist denn hier los? Scheidung, Kapital zurückziehen. Verdammt, Mama, was ist denn im Haus passiert? Wo ist denn mein Sekretär? Wo ist mein Bruder? Otto! Aber das Letzte. Mal im Kontor anrufen. Hallo? Ja, Bachmann. Ja, hören Sie mal, ist Dr. Hellwig da? Nein. Hören Sie mal, war mein Bruder... Ich wollte sagen, war ich heute schon mal in der Fabrik? Bitte, Sie verstehen nicht? Idiot! Ja, haben Sie richtig verstanden, ja. Mein Gott, diese Frau, die hetzt denn herum, das ist ja die reinste Furie. Mein lieber Kroll, ich sage, Ihr Bruder, das muss eine Mordskamel gewesen sein, dass er diese Frau genommen hat. Ja, sagen Sie aber, was fällt Ihnen denn ein? Nein, ich habe jetzt gar keine Zeit, aber ich sage Ihnen, verdupfen Sie, bevor der Moritz kommt. Das ist eine ganz rabiate Mensch. Wollen Sie gefälligst mal zuhören, bitte? Später hätte es gestern nicht so doll getrieben, vor allen Dingen mit der tollen Lilly. Die Lilly, aha. Die Lilly ist reingefallen und aufgefallen. Jetzt weiß ich wenigstens etwas. Ach, Papa. Das heißt Papa Ade. Verzeih, wenn ich dich noch einmal anspreche. Ich suche Dr. Hellwig. Ich auch. Du weißt nicht, wo er ist? Nein. Gut, erledigt. Aber Kindchen, hör mal bitte eben, ja? Unterlass bitte jeden Annäherungsversuch. Aus ist aus. Und nur du bist daran schuld. Ach, gut, dass ich Sie treffe. Ich mache Ihnen meine letzte Offerte. Sie können noch immer in unsere Eierbriketts hineinheiraten. Wollen Sie? Na, greifen Sie zu, Wolfensohn hat auch eine Tochter. Sie, und wenn Sie von oben bis unten voll Gold hingen, dann nehme ich doch lieber meinen Hans. Und wenn er mit 10 Lilis posiert hätte. Herr Krause, ich habe soeben mit meinem Papa telefoniert. Er ist empört, er zerspringt. Er ist schon zersprungen und kündigt hiermit unser Kapital. So, jetzt erspringen Sie auch. Was?
Sie sind Felix Papenstiel? Nee, ich bin der Julius Cäsar. Sagen Sie mal, warum Ihr Vater so gegen mich vorgeht. Das fragen Sie noch, weil Sie Ihr Wort gebrochen haben und Ihre Tochter einem anderen geben. Wer sagt das? Sie haben das gesagt. Dann traum nicht angefangen. Sie, wenn Sie jetzt nicht rumdrehen wollen, dann also, können Sie von mir was rauskriegen. Diese Uhr hier ist aus Versehen mitgekommen und gehört Herrn Krause. Was sagen Sie, Frau Krause, Ihr Herr Jatte will von nichts mehr wissen. Das kennt man, Leugnungsversuche. Irene, ich versichere... Natürlich, du würdest doch noch glatt dein Ehrenwort darauf geben. Jawohl, mein Ehrenwort. Ha? Sie haben wohl noch ein zweites Ich, ja? Jawohl. Ha? Spare dir jede Mühe. Es bleibt bei der Scheidung. Diese Vasen gehören übrigens auch mir und gehen mit. Jawohl, die Vase geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja, das ist ja wohl das Letzte. So was... Und wenn Ihre Tochter von oben bis unten voll Gold hängt, dann nehme ich doch noch lieber Ihre Lilly. Nehme doch lieber die Lilly. Und wenn Sie mich sehen, wie sie posiert hat. Das ist ja zum wahnsinnig werden. Wirklich, da kann man verrückt werden. Das halte ich nicht aus. Krause! 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 Ja, bitte, was ist? Ach, Krause, kommen Sie rasch. In 10 Minuten demonstriere ich Ihren Fall vor dem Forum der Wissenschaft. Die Professoren, die Studenten, alles fiebert vor Aufregung, das Phänomen kennenzulernen, das durch meine Methode über Nacht geheilt ist. Sagen Sie mal, was faseln Sie da für ein Blödsinn, hä? Die gestrige Untersuchung hat doch alles klar erwiesen. Was denn für eine Untersuchung? Sie tun ja gerade, als wüssten Sie von nichts mehr. Ich weiß auch von nichts. Nun behaupten Sie bloß noch, Sie hätten das Gedächtnis verloren. Gedächtnis verloren? Sagen Sie mal, Doktor, kann man sein Gedächtnis verlieren? Und ob? Ach. Durch einen großen Schreck oder durch starke innere Erregungen kann einer die Sprache oder das Gedächtnis verlieren. Dann war das für mich der Fall. Ich setze aus. Restlos. Donnerwetter. Ja. Naja, nach dem gestrigen großen Krach wäre das nicht unmöglich. Was denn für Krach? Nun mal im Ernst. Wissen Sie effektiv nichts mehr von allem? Nein, nicht. Ich setze aus. Ja, von den Orgien hier. Orgien? Ja, dass Ihre Frau hinter die Lilly kam. Und dass Ihr Sekretär... Ah, da kommt ja gerade Doktor. Stellen Sie sich vor, Herr Kraus hat über Nacht das Gedächtnis verloren. Ach, Sie. Den Trick habe ich mir doch gerade zurechtgelegt, für wenn der Moritz zurückkommt. Wer ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Sie machen so solche Scherze mit Ihrer Frau, aber nicht mit mir. Nein, die Sache scheint richtig zu sein. Na, dann passen Sie mal auf, wie ich denen das Gedächtnis wieder wecke. Herr Krause, Sie erinnern sich doch, dass ich Ihnen gestern einen Scheck über 5.000 Mark ausgestellt habe? Hm? Nein, ich erinnere mich nicht. Ja, dann erinnern Sie sich auch nicht, dass Sie noch einen über 5.000 Mark zu kriegen haben. Nein, ich erinnere mich nicht. Ja, das ist sehr gut. Dann kriegen Sie ihn nämlich auch nicht. Ist auch gut, ja. Nicht? Also die Sache mit dem Gedächtnis schon scheint tatsächlich zu stimmen. Na, wollen wir erst mal sehen, ob er noch Reflexe hat. Hey! Ah, verrückt. Er reagiert noch prompt. Hallo? Na, Sehnerv reagiert ebenfalls noch blöd. Prompt. Kuckuck! Sind Sie wahnsinnig geworden? Das Gefühl reagiert ebenfalls noch prompt. Lieber Herr Krause, Ihr Fall ist nicht hoffnungslos, aber Sie brauchen einige Wochen Bettruhe. Ich muss jetzt rasch zur Demonstration, leider ohne Sie. Ja, leider. Gute Besserung, Krause. Mensch, Krause. Maxe. Jetzt können Sie das Theater ruhig lassen, wo der Arzt weg ist. Ne? Ihnen passiert doch sowieso nichts, wenn der Moritz zurückkommt. Aber mir. Was meinen Sie denn? Was wird denn der machen, wenn der von meiner Verlobung mit Margot hört? Die will er Ihnen schon austreiben, Sie. Dass ich den Felix rausgeekelt habe. Dafür frikassiert er Sie. Und dass ich schuld an seiner Scheidung bin. Da macht doch Gulasch aus Ihnen. Was, das glauben Sie wirklich? Na, Sie kennen doch Moritz besser wie mich. Ja, ja, eben. Drum ist am besten, ich verdufte jetzt vor seiner Rückkehr. Was ich auch mache, es wird alles immer schlimmer. Das ist meine letzte Amtshandlung. Hier bei Moritz Krause. Oh, Herr Generaldirektor, ja. Wir wurden vorhin getrennt. Ja, natürlich ist der Krause da. Einen Augenblick, ich stelle um. Was ist denn, was ist denn? Ich sag, ich habe mich geirrt, Sie sind nicht da. Quatsch. Hallo, ja, Moritz Krause. Ah, Herr Dr. Hobrich, ja, freue mich. Ja, ja, natürlich. Nein, 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 es bleibt genauso, wie ich auf der Versammlung gesagt habe. Ja, dann müssen wir ein Gutachten von Professor Trevor einholen. Natürlich, ob die Fabrik so viel abwirft, aber ich bitte Sie, eine Puppenfabrik. Na ja, natürlich, ich rufe Professor Trevor persönlich an. Gut, auf Wiedersehen, bis morgen.
es ist der Moritz. Er schreit schon wieder. Sie! Was Sie mir hier im Hause angestellt haben, lieber Freund, das sage ich Ihnen, das bringen Sie alles wieder in Ordnung. Und das mit der Narbe hier, das zahle ich Ihnen heimlich. Was bist du immer noch hier? Das ist ja wohl das Letzte. Kommt hier an, unangemeldet, stellt das Haus auf den Kopf, sorgt, dass meine Frau sich scheiden lässt und macht mich noch pleite. Was hast du denn? Gestern warst du ja noch so lieb. Bitte lass mich in Ruhe. Geh, 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 lass mich. Ich lass dich in Ruhe. Gott sei Dank gibt's noch andere Kavaliere. Zum Beispiel hier. Jawohl. Herr Felix. Eine Frage. Fahren Sie mit mir nach Baden-Baden? Oh, das ist doch ja nicht weit genug. Haben Sie das Geld dazu? Ja, sei Dank bei meiner Rieseneierbrücke. Du bist mein Mann. Junge, Junge, was hast du für ein Glück. Statt seiner Tochter kriegst du seine Freundin. Da wird der Vater sich aber sehr erfreuen. Hat er auch, aber nicht an mir, sondern an ihn. Wieso? Eben hat er mir am Telefon gesagt, die ganze Londoner Börse ist voll davon, dass Sie den Auftrag für die persische Spielzeug-Eisenbahnmarke Krauses Puff Puff bekommen haben. Nein! Gott sei Dank! Dass wir deshalb unser Kapital in Ihrer Firma drin lassen. Das ist ja mal Kopf. Der Junge, das ist fantastisch. Aber da kriege ich ja auch was von dem Geschäft. Natürlich kriegst du, den Felix hier. Heißen Dank, Herr Krause. So was wie die Lilie habe ich mir gewünscht. Noch heute Morgen fahren wir los. Ich habe schon Schlafabendplätze bestellt. Schatzi, ich bin ja so wild auf dich. Nein, lieber Junge. Das ist großartig, dass das mit dem Geschäft geklappt hat. Das ist alles in Ordnung. Jetzt verzeihe ich Ihnen auch und gebe Ihnen meine Tochter zur Frau. Ja, Sie, wenn sie mich noch will. Das werden wir schon kriegen, ja? Herr, glauben Sie denn, dass Ihre Frau Sie noch will? Ja, dann müssen wir die ganze reine Wahrheit sagen. Wir gestehen alles. Ja? Und Ihr Bruder war an allem schuld. Die Idee, ja, natürlich. Also, bitte seid vernünftig, stell mal euer Dickköpfchen in die Ecke, ja? Ich bin gerade auf dem Wege zum Scheidungsanwalt. Und nicht auf dem Wege, nein, deine Hand anzuhalten. Ich verzichte dankend. Bitte lass dir erklären, Mama, ja? Das musst du tun. Jeder Mensch hat das Recht, sich zu verteidigen. Jawohl. Also, bitte. Ich war so lange draußen. Nein, nein, Margot, diese Ausführungen könnten auch für dich sehr wichtig sein. Oh, ich verzichte, danke. Moment, meine Jünger, jeder Mensch hat das Recht, sich zu verteidigen. Na ja, gut. Bitte. Also, bitte. So. Hallo, Gerichtshof! Entschuldige. Liebe Irene, ich habe dir vor ein paar Jahren von meinem Bruder in Amerika erzählt. Dieser Zwillingsbruder Max war vorgestern bei mir. Er war in großer Not und er bat mich, ich möge ihm helfen. Was hat das mit uns zu tun? Moment, bitte, du weißt aber auch, dass der Fortbestand unserer Fabrik von einem großen Auftrag in London abhängig war, nicht? Interessiert dich das, Margot? Nein, also Papa, ich... Moment, bitte, und wegen dieses Vertrages musste ich vorgestern ganz dringend nach London. Geheim, es durfte niemand etwas davon wissen. Merkst du was? Dann haben wir in eurer Abwesenheit die Gelegenheit benutzt, die Ähnlichkeit mit meinem Bruder mit mir, dass er mich hier vertreten sollte. Der glänzend erfunden. Ein ausgezeichneter Filmstoff. Ach, ist doch Unsinn. Und dieser Bruder, der dir so ähnlich sieht, hat hier ein Saufgelage veranstaltet, dass beide die Bilder davongelaufen sind. Jawohl! Und dieser Bruder hat die Lilly, deine Cousine, ins Haus gebracht. Jawohl! Und diese Person ist nicht deine, sondern seine Geliebte. Jawohl! So, und das sollen wir euch glauben. Aber zum Donnerwetter, ich war in London vorgestern. So! Du warst also in London, um den großen Auftrag zu kriegen. Bitte schön, zeige uns doch mal diesen Auftrag. Ich habe ihn noch nicht, den kriege ich schon geschickt. So! Und dein Bruder hat dich also hier vertreten. Bitte schön, zeige uns doch mal diesen Bruder. Ja, muss der Kerl. Der ist wie vom Erdboden verschwunden. Er ist im Moment nicht momentan mehr. Und wenn wir nun den ganzen Schwindel nicht glauben... Dann werde ich es euch beweisen! Otto! Otto? Otto war doch in allem eingeweiht! Otto! Otto! Auf den Beweis bin ich gespannt. Jawohl. Herr Krause? Otto, wer bin ich? Wer Sie sind? Ja. Der Moritz Krause. Das haben wir nie bezweifelt. Aber Sie wissen, dass ich vorgestern in London war, ja? Nein, davon weiß ich nichts. Aber Sie wissen doch, dass mein Bruder mich hier vertreten hat. Nein, davon weiß ich nicht. Aber Otto, Sie dürfen jetzt die Wahrheit sagen. Sie haben ihm doch den Bart abgenommen. Nein, davon weiß ich nicht. Ja, das ist ja zum Verrücktwerden. Also das ist unerhört. Unerhört. Allerdings, uns einen solchen Bluff vorzumachen, damit haben Sie die Sache nur noch schlimmer gemacht. Komm, Margot,
Wir gehen! Gnädige Frau! Gnädige Frau, weichen Sie von diesem Manne! Weichen Sie von diesem Manne! Was soll das heißen? Er hat seinen Bruder abgemurkt. Die spinnen ja, die zwei! Hier steht es schwarz auf euch! Was denn? Der bekannte Großindustrielle Moritz Krause ist verhaftet worden. Er soll seinen Bruder auf noch ungeklärte Art und Weise beseitigt haben. Das ist doch Unsinn! Mörder! Mörder! Doktor, was sagen Sie dazu? Mir geht ein Licht auf. Man hat den Max als seinen eigenen Mörder verhaftet. Na Gott sei Dank, dann wissen wir ja doch endlich, wo er geblieben ist. Möglich? Du warst doch gerade auf dem Polizeipräsidium verhaftet und jetzt bist du plötzlich freigelassen? Ich war überhaupt nicht verhaftet. Wieso nicht verhaftet? Nein. Herr Krause hat den ganzen Tag über das Haus nicht verlassen. Ja, ja dann. Ihr lebt, oh Max, mein lieber Max. Nein, 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 ich bin doch Moritz. Aber lass doch deine Scherze, der ist doch auf dem Polizeipräsidium. Na, also, Kind, ich bin es. Aber allerdings alles klar. Und die Geschichte mit dem Bruder war doch wahr. Na, endlich glaubst du es mir. Jawohl, gnädige Frau, das ist die Wahrheit. Und jetzt darf ich das speichern. Rede, Arthur, rede! Das ist der Herr Max Krause, dem ich den Bart abgenommen habe. Ich bin der Moritz! Komm her! Nein, nein, ich lasse mich nicht verlocken, aber Sie tun mir leid, Herr Krause. Sie wissen ja selbst nicht mehr, wer Sie eigentlich sind. Also ich weiß wirklich bald nicht mehr, wer ich bin. Aber du bist doch mein Mann. Nein! Ja, dann! Dann heiße ich Sie also herzlich als unseren Schwager Max willkommen. Nein, Kind, ich bin nur Moritz. Und ich verstehe jetzt auch, warum Sie vorgestern Nacht nicht kommen wollten. Das war doch Max. Natürlich, denn mein Mann Moritz ist ja auf dem Präsidium. Ich werde folgen. Der Einzige, der auf dem Präsidium ist, das ist der Max. Aber laufen Sie mal, ich würde doch meinen Mann Max kennen. Und ich den meinen. Ich habe jetzt meinen Moritz und Sie, liebe Schwägerin, nehmen sich hier Ihren Max mit nach Hause. Nein, 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 ich will nicht. Max! Was ist das? Ich hab's. Um wie viel Uhr muss diese Medizin genommen werden? Dreimal täglich, um 9, um 6 und um 8. Stimmt. Bitte. Oh, die ist lecker. Das ist Papa. Der andere wollte sie nie nehmen. Mein leckerer Moritz, der so unschuldig gelitten hat. Meine Rähnchen, die sie von mir scheiden lassen wollen. Hans! Margot! Frau Kraus! Schade, Otto, dass du so ein einmaliges Prachtexemplar bist. Ich hätte für mein Leben ja auch mal eine doppelte Otto gehabt. Hurra, hurra, der Felix ist da. Los! Ihr habt mich ja noch gar nicht gefragt, warum ich eigentlich gekommen bin. Ja, warum sind Sie denn gekommen? Sie haben mir doch damals bei meiner Hundezucht unter die Arme gegriffen. Hier ist das erste Exemplar. Oh. Er heißt Moritz. Oh, wie süß, das ist ja... Hilfe! Mein Gott, wer hat Sie denn so zugerichtet? Ich bin unter die Räuber gefallen. Ja. Kein Wort haben Sie mir von meinem Vortrag geglaubt. Gepfiffen und gejohlt haben Sie und mich mit faulen Eiern beworfen. Und wer ist schuld daran? Der doppelte Moritz!